Jetzt fragt man sich natürlich, was ist mit diesem Bildschirm los und wo sind wir? Wir sind in die Stadt gefahren, vor der alle Angst haben, wo der Zoo auf der Straße lebt. Wir sind in Frankfurt. Genau genommen gehen wir jetzt kurz zum Held der Steine rein und werden uns seinen Laden anschauen. Danach geht's weiter nach Nürnberg und da geht's dann erst richtig los. Wir haben es geschafft, wir sind da, Leute. Welt zeigt mir gegrüßt. Hey. Hervorragend, endlich hier im kleinsten Lädchen angekommen und sogar Wahnsinn. Drin. Endlich mal von innen das Ding sehen, nicht nur im Video. Okay, das ist einiges, ne? Leute, wir schauen uns mal ein bisschen den Laden hier an. Emily, nimmst du Kamera? Ist das neue? Das neue, ja, Stück. Das kauft doch keiner, oder? Nein, es ist aber eins, was ich immer mal zeigen muss. Weißt du, so zum drüber lachen. Einfach nur zum die Leute auslachen. Wie die das mitbekommen haben, es gibt ja dieses neue Straßensystem, ist wirklich der letzte Rotz. Es gab ja früher diese Platten, die waren ja geil, ne? Aber das ist ja. Ja, aber krass, dass du es hier hast, ne? Ich, eins zu eins, es ist ja auch immer so, als Händler bestelle ich Verpackungseinheiten. Mhm. Ich bestelle nicht eins, sondern meistens sind die sechs Stück. Mhm, dann zeige ich eins im Video und ja, was soll ich mit dem Aber hat das auch schon mal jemand mitgenommen und gesagt, ich kaufe das als Witz? Aus, ja. Ja? Genau. Ehrlich jetzt, ja? Das ist jetzt das neueste Fiasko von Lego, die Justifier. Das ist jetzt aus diesem Bad Batch-Ding. Wie sieht das denn aus? Sieht von unten noch geil verkleidet aus, also gar nicht. Kostet 170 Euro. Das ist ja super ab, hässlich, oder? Das Ding. Aber diese Figur Cat Bane ist drin und deswegen kaufen es die Leute doch, weißt du? Ehrlich jetzt, 170 Euro für das. Hm? Da hätte ich halt, also wenn ich überlege, 10 Jahre zuvor, zu Weihnachten gab es da das dickste Set überhaupt für, ne? Ja. Aber der war, was kostet das Ding nochmal? Das war auch sauteuer, ne? 400. Also das ist so eine dreiste Sache. Weil das ist jetzt auch nicht unbedingt, also es läuft jetzt nicht so smooth, wie man sich das vorstellen wollen würde, ne? Nein. Naja, jo, weißt du, aber jetzt mal in aller Fairness, ich hab's auch rumgetragen. Mhm. Möglicherweise muss ich irgendwas immer machen. Dürfen wir mal in ein Set gehen? Ja, ja, ja. Komm, gib mal rein, ja klar. Das ist Highlight hier. Vor allem die Richtung. Crazy, das heißt, hier steht dann immer Kamera. Genau, die habe ich jetzt gerade weggenommen, aber ist genau perfekt, wenn du mit der Kamera noch dort bist. Ich stelle mich einmal kurz rein, wenn ich mich auch wieder vorbeischummeln. Und hier streamst du auch immer, ne? Und hier stream ich, ganz genau. Das ist aber schön. Das ist ein Ninjago? Das ist ein Ninjago, das ist ein sehr, sehr schönes Licht. Das sieht sehr schön aus tatsächlich. Das ist mein Favorit. Ja, Wahnsinn, das mal so zu sehen, ehrlich. Aber krass, wie voll du es hier hast, ne? Mhm. Wirklich, also hier ist ordentlich was drin. Ja, in den Ladentagen ist verrückt. Was ist das teuerste Set, was du hier hast, das krasseste? Also wahrscheinlich ist es, obviously ist es ein Lego-Set, ne? Ja. Natürlich ist es ein Lego-Set. Es muss ein Lego-Set sein. Lass mal überlegen, was hier steht, was alt ist. Also hier ist sowas wie ein Ninjago Docks zum Beispiel. Das ist ziemlich alt, ein Ninjago City. Das sind dann so 500-600 Euro-Sets. Ja, das sind ja noch die Sachen, die so über Marktwert gehandelt werden, ne? Aber ich gehe nicht mehr an die älteren, noch teureren Sachen. Einfach keine. Ja, es gibt auch einen krassen Markt dafür, habe ich gesehen, ne? Wo dann auch irgendwie Sets für 2.000-3.000 Euro weggehen oder sowas. Aber ne? Vor allem online. Und hinten hast du noch Produktionslagerräume und alles, oder wie? Lager. Das ist alles, also hier, ich meine, es ist halt absurd voll hier alles. Ja, der Laden ist deutlich zu klein für das, was du machst, ne? Richtig. Ja. Ich nutze halt alles und stapel wild hoch und hier oben hast du dann auch. Ach, das ist ja sogar schon. Mhm. Geil. Ja, den nehme ich mir safe mit. Ich kann mit Karte zahlen. Klar. Wichtig, dann nehme ich mir den auf jeden Fall schon mal mit. Sehr cool. Ey, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Ich werde definitiv das im Streamer auspacken und aufbauen. Ich glaube, es ist unterteilt. Du hast mehrere Tüten. Es sind mehrere Tüten. Ne? Die sind aber halt dann teilweise Sorten rein. Also du hast dann einfach einen Sack mit den Steinen. Okay, einen Sack okay. mit den Steinen. Manchmal was zusammengeworfen, aber du hast es nicht. Es ist so wie früher bei Lego. Das wird ein 12-Stunden-Stream. Ich bin so unfassbar langsam da drin. Ich finde es auch immer krass, dass du die Sachen aufbaust und dann sogar sagst, nee, fand ich scheiße. Packen auf jeden Fall noch hier. Was ist denn deine Farbe hier? Wir packen ja noch eine Tasse dazu. Was lieben gerne. Ich finde die Grau hier wunderschön. Die Grau? Ja. Klassische Hellgrau? Mhm. Wunderschön. Haben wir noch eine eingepackt durch? Super toll. Wir fahren direkt weiter nach Nürnberg. Auf geht's. Ich bin glücklich wie ein Kind an Weihnachten. Tasse und vor allen Dingen ein Set mitbekommen. Thomas. Sensationell. Super, dass du da warst. Dankeschön. Ganz großer Spaß. Ich bin so unfassbar glücklich, dass ich das endlich mal gemacht habe. Ich habe das seit, wie lange sage ich das im Stream? Schon seit 4, 5 Jahren, dass ich mal hier hinfahren soll. Es lag einfach auf dem Weg. Perfekt. Ich habe ein Bluebeak Set mitgenommen, auf das ich richtig Bock habe. Here we are. This is the last and final district. The big hair district. Das kenne ich aus Fortnite. Dich kenne ich auch von Fortnite, ne? Das kenne ich aus Fortnite. Ja. Unser Video ist immer noch nicht draußen, deshalb wissen die Leute gar nicht, wer du bist. Noch nicht. Ich habe mit Adrian was sehr Gefährliches gedreht und ich wäre fast dabei draufgegangen. Und wir sind aber noch beide hier. Aber wir sind beide am Leben und später fahren wir tatsächlich da runter noch. Im Duo-Bike und Tandem, Alter, das wäre so geil. Ja, wow, du bist ja eben schon da runtergefahren. Was passiert? Was hast du gemacht? Also, Du hast dir richtig das Bein gebrochen quasi. Ja, aber die fahren jetzt ja nicht wirklich da runter, oder? Ist ja saugefährlich. Du kannst ja nicht mit dem Fahrrad da runterfahren, ist ja saugefährlich, Alter. Stellen das Fahrrad ab und dann laufen wir da runter. Und dann holen wir das Fahrrad wieder von oben runter und dann... Auf Zeit aber. Ja, okay. Ja, ist genauso Red Bull erlebt wie ich, ne? Nur, dass ich meine Kappe verloren habe und da nicht rund... Ja, also das ist ja Fabio Wittner quasi, ne? Und der ist ja voll krass im Radsport. Und du bist ja Mo, du bist ja auch krass im Radsport. Aber warum steht der da oben und warum bist du gleich schon wieder hier nur rotzevoll? Let's go! Ja, das ist mein Mann, Erik! Achtung, die Cannon, der Borderlord, 360, Zack Johanna, Lars Jakob Welzer!
Man muss ja auch sagen, die Ritter, die damals die Burg gebaut haben und den Marktplatz, sehr gut, dass die auch genau geguckt haben, dass die Rampe hier hinpasst, für später halt, ne? Heftig! Okay, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt vorne an der Rampe und haben natürlich jetzt... Halbe Gamescom hier. Sehr, sehr geilen View. Wir können jetzt halt genau sehen, wie die runterkommt. Ich glaube, der View hier ist exzellent. Ja, die Regeln bleiben gleich. Also ihr habt ja gesehen, die fahren halt, das Krasse, die fahren halt mit einem Aufzug nach oben, ins Rathaus, oberste Etage, Treppe runter. Und ich finde das so krass. Ich dachte, dass dieses Ding, dieser Holzstamm optional ist. Und jetzt sehen wir den ersten Jump direkt von hier. Tommy G, let's go. Alter, was? Ey, das ist zu krass, das ist zu krass. Was sagst du zu dem Event hier? Baby, oder? Ja, ganz genau. Boah, geil, gutes Gefühl, gutes Gefühl. Was sagst du zu dem ganzen Event hier? Das ist krass, oder? Ja, komplett geisteskrank, ist echt geil. Vor allem sowas in der Stadt da reinzuziehen. Das ist halt verrückt, weil sowas gehört ja eigentlich in die Berge halt, ne? Ja. Würdest du eine Chance springen? Ja, so springe ich so, aber ist jetzt nicht meine Spezialität. Du wirst halt kein Slope sein, ne? Ja, genau. Ja, ist ein bisschen was anderes, aber... Aber es ist echt so, also es hat sich ja noch keiner krass verletzt, oder? Gestern war es ordentlich. Gestern waren von mir das... Da war Best Trick Contest auf dem Sprung. Da hat man mir das ziemlich zerballert. Ja, ich hab da so einen kranken Respekt vor, wirklich jetzt. Ne? Ja, die Jungs sind schon echt hart drauf. Aber ich meine, du bist ja genauso geisteskrank, wenn man ehrlich ist, oder? Ja. So. Man lebt, man muss so es spüren. Truck Driver und jetzt auf die Plus 1. Hä? Das waren aber drei Backflips, Digga. Und das sieht so clean aus, ne? Alter, er hat ja legit jeden Trick gemacht, den es gibt. Also in der Gesamtwertung kann man einfach nur sagen,